Leute, hier ist der Chris LP mit einem neuen Let's Play von Rollercoaster Tycoon 3. Und es ist jetzt nicht einfach ein freies Spiel, wo ich einen Park baue, sondern wir spielen die Kampagne durch, beziehungsweise die Karriere. Das Ganze fängt an im Park Vanilla Hills. Ich lese euch mal kurz vor. Die Vanilla Hills sind der Ausgangspunkt ihres hoffentlich kometenhaften Aufstiegs zum Rollercoaster Tycoon Status. Können Sie diesen Ort hier zum Hauptthema der Stadt machen? Ihre Bewertung als Anfänger, Unternehmer bzw. Tycoon hängt davon ab. Ja, wir müssen hier Sachen erspielen, sprich wir müssen mehr Besucher in den Park locken. Wir müssen einen Mindestverkehrswert errechnen oder erfüllen. Als Unternehmer und als Tycoon ist das auch so. Da müssen wir halt nur noch mehr schaffen. Ich habe mir das Ganze überlegt, wir werden, sobald wir den Anfängerstatus erreicht haben, dort einen Cut machen. Für den Unternehmer einen extra Part und für den Tycoon einen extra Part. Weil das Ganze kann sich meistens über längere Zeit hinziehen. Und da werden wir mit 10 oder 15 Minuten Parts nicht hinkommen. Und weil ich mit meiner Internetleitung aktuell keine 30 Minuten Parts machen kann, weil dann müsstet ihr pro Part eine Woche warten, weil der eine Woche hochladen würde, mache ich das lieber pro Teil ein Part. So. Wir fangen direkt mal an, Attraktionen zu bauen. Ihr seht jetzt gleich auch, wie hier zum Beispiel, es ist noch nicht alles freigeschaltet. So, dann bauen wir direkt mal ein Karussell hier hin. Weil wir müssen, stellen wir das Ganze mal auch schnell, damit wir auch schnell unsere Ziele erreichen. So. Dahin geht der Ausgang. Und eröffnen. Dann mache ich jetzt gleich ein Ding, was ganz schnell und einfach geht. Zack. Alles weg. Schnell das Ganze mit einem Weg verbinden. So, damit die Leute auch dort wieder hin können. Weil wir brauchen hier Platz. Darum habe ich das Ganze jetzt mal weggemacht. Neue Attraktion, Wasserstrom. So, jetzt müssen wir hier erstmal die Teile wieder wegmachen. So. Ja. So. So, alles wieder auf einer Ebene, alles wieder relativ einer Farbe. Wir brauchen 400 Besucher, wir haben aktuell 306. Dann fangen wir direkt mal an, ein paar Essensstände zu bauen und mal ein paar Mitarbeiter einzustellen. Da muss der hin. Getränke. So. Oh, da kommt keiner mehr aus dem Karussell raus. Neue Attraktion, Mini-Zug. Hey. So, hier vorne die Statuen machen wir auch mal weg. So, den Mülleimer auch. Und dort kommt jetzt, hier kommt eine Information hin. So. Und auf die andere Seite kommt ein Geldautomat. Dann brauchen wir gleich mal ein paar Attraktionen, die auch wirklich mal Leute hier hinlocken. Zum Beispiel diesen Mini-Zug oder einen Autoscooter. Den Eingang machen wir nach hier, damit die Schlange größer ist. Den Ausgang können wir direkt nach dort hinten machen. Zum Beispiel den Weg wieder wegmachen. So, lalala. So, und eröffnen. Natürlich müssen wir hier zum Beispiel im Park fast alle Verkaufsstände machen. Das kann man nachher alles noch machen, damit es besser aussieht. Nur, wir müssen bedenken, hier muss man erstmal fast alles bauen, da wir auch Geld machen wollen. Beziehungsweise, hier ist es das Ziel, Geld zu machen. So, hier kommen jetzt ein paar Toiletten hin. Jetzt mache ich mal kurz die Hecke. Da. So. So, dass das Ganze ein bisschen abgegrenzt wirkt.
Das sehen wir auch, die Toiletten werden direkt genutzt. Neue Attraktion, Karussell. Da sehen wir auch, dass viele Leute schon mit Ballons rumlaufen. Sprich, sie haben sich Ballons dort gekauft. Jetzt werden wir mal eine Achterbahn bauen. Und zwar eine Kinderachterbahn. Die darf nicht zu heftig werden, sonst werden da nicht viele Kinder drauf gehen. Darum machen wir eine kleine, aber feine Achterbahn. So, hier auch direkt. Nee, die soll hochgehen. So. So. So, dann mal ein bisschen so in die Kurve legen. Ein bisschen zu groß. So, mit Ketten nochmal hochziehen. Und dann nochmal in die falsche Richtung war das jetzt. Ich bezweifle sehr, dass das so passt, wie ich mir das gerade vorstelle. Einfach mal so, ob der einen eigenen Weg findet. Jawohl, so geht das. Weil das hätte ich jetzt, glaube ich, selbst nicht so wirklich hinbekommen. 321 Leute haben wir schon im Park. Was ich nur dazu sagen wollte, wir müssen 400 haben. So. Hier kommt der Eingang hin. Da kommt der Ausgang hin. Jetzt mal die Geschwindigkeit kurz auf normal und fahren mal eine Runde mit. Oh, das war falsch. Die Kinderachterbahn läuft. Dann eröffnen wir sie direkt und stellen die Geschwindigkeit mal wieder etwas höher. Da gehen auch direkt schon die ersten drauf. Das ist doch schon wunderbar. Dann bauen wir noch etwas, was in keinem Vergnügungs- und Freizeitpark fehlen darf. Ein Kettenkarussell. So. Nach hinten kommt der Ausgang. Und eröffnen. Neue Attraktion. Wasserrutsche. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen drum gucken, hier, wie die Preise sind auf den Bahnen. Weil wir müssen ja auch den Wert des Parks in die Luft treiben. Okay, 2,50 finde ich ein bisschen heftig. Nehmen wir mal lieber 2 Euro. Wir haben das Anfängerlevel bestanden. Wir haben auch bald die 10-Minuten-Marke erreicht. Also, das war Part 1 von Vanilla Hills in Rollercoaster Tycoon 3. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin Chris LP. Ciao.